Guten Morgen, Deutschland. Amerika feiert heute Nacht seinen Independence Day, liebe Leute. Es ist wirklich unglaublich. Nach dem Wetterballon aus China gab es den Angriff über Alaska. Und jetzt heute Nacht Montana und Kanada. Unglaublich. Kanada und die USA sind in totaler Panik. Unbekannte Flugobjekte waren über dem Himmel der USA und Kanada. Und jetzt kommt das Irre an der ganzen Geschichte. In der Welt steht heute Morgen geschrieben, dass die amerikanischen Piloten gemeldet haben, dass dort keine Antriebssysteme zu sehen waren und die Sensorik der neuesten F-22 gestört waren. Und jetzt wird es irgendwie ein bisschen komisch bei der Nummer. Leute, haben die Russen und die Chinesen etwa was Neues erfunden? Oder sind es doch die Aliens, die zu uns runterkommen und sich diesen Spaß hier unten antun? Zum Beispiel den heutigen Intelligenztest, der seit 8 Uhr gestartet ist in der deutschen Hauptstadt des Chaoses in Berlin. Wir berichten heute Abend live, ist doch klar. Thema Heimat live heute Abend, 18:30 Uhr, die Wahl in Berlin. Und ich halte natürlich auch die Geschichte mit den Aliens, den UFO-Sichtungen und dem amerikanischen und kanadischen Independence Day im Auge. Ist doch logisch. Wer weiß, vielleicht passiert hier ja doch noch mal endlich mal richtig was auf der Welt. Und nicht immer nur dieselbe Show. In diesem Sinne euch allen einen schicken Sonntag und ein schönes Wochenende.